Oh, cool. Okay. Atomare Legierung. Bist du von immer von da oben, Peter? Ja, ich drücke. Pass auf, genau, ich renne da runter. Ja, aufgetreten. Und sobald ich auf dem unteren Block aufkomme, springe ich. Oh. Und dann ist eigentlich, klappt immer. Also atomare Legierung kostet mit Minibale Gebrauchssprung 8,81 Euro und Fabrik neu 1866. Ja, dann kauf den doch. Das sind ja unfassbare Werte, die unmöglich zu bezahlen sind. Naja, und im, und der Star, die Star Trek Version kostet 50 Euro. Scheiß die Wand, das ist ein Spiel, ey. Da hast du so eine Zahlen, da hast du so ein, keine Ahnung, so ein Zahlenfeld auf deiner Waffe. So die, ein digitales Fenster. Genau, wo dir angezeigt wird, wie viele Kills du mit dieser Waffe schon gemacht hast. Ja. Das ist für die, die einen ganz kleinen Penis haben. Ja. Also zum Beispiel Einsatz erprobt. Wenn man sich die im Spiel untersuchen. Oh, verdammt. Da hatte ich jetzt etwa Counter-Strike. Nee, wenn du drückst im Spiel und schade, ich dachte, da macht er noch so ein anderes Fenster auf. Oh, nö. Konnte man nicht wissen. Nee, ist unmöglich gewesen. Ich dachte, Steam hat da so ein eigenes internes Ding da. So. Ja, hat es ja auch ein eigenes internes Ding. Nennt sich Counter-Strike Global Offensive. Ich starte das Spiel jetzt nicht mehr. Na doch. Ach da. Boah, ne, das sieht ja mega behindert aus. Boah, ne, das kommt auf keinen Fall in Frage. Einsatz erprobt ist nicht. Nicht? Nee. Kostet aber auch nur 3,52 Euro. Meinst du, da kann man richtig abaschen, wenn du richtig mal ein bisschen Glück hast? Ja klar, wenn du so ein fettes Messer ziehst, verkaufst du halt mal ein bisschen weniger als 300 Euro. Kannst du richtig, richtig derbe abcashen. Man muss halt so ein Messer erstmal ziehen und ich weiß nicht, wie minimal die Chance einfach nur ist. Das Einzige, was ich halt krass finde, ist, du kriegst das Geld ja von Steam nie wieder. Nee, kannst dir halt ein anderes Kind. Vulkan heißt die Tarnung, Peter, von der AK-47. Ja, das werde ich in 2 Sekunden wieder vergessen haben. Ja, ja. 70 Euro kostet das Ding fabrikneu. Aber du kannst ich habe am Video, am Wochenende ein Video veröffentlicht namens Pete im Munda 7 Bootcamp und am Anfang giftet der mir die ganzen Dinger. Ah, okay, dann kann ich mir die mal angucken. Fabrikneu 70 Euro, abgenutzt. Alter, selbst abgenutzt kostet die noch 30 Euro. Als Star Trek und minimale Gebrauchsspuren kostet die 210 Euro. Das ist doch behindert. Das ist ganz schön behindert, ja. Aber ist halt auch neu, ne? Wie viele Angebote gibt's da? Also ist das jetzt, also würdest du sagen, die geht auch dafür weg? Also es gibt 6 AKs, ich glaube nicht, dass die jemand für 210 Euro kauft. Die Leute hoffen halt einfach darauf, weil der Vulkan-Skin ist halt noch ziemlich, ziemlich neu. Und das wird keiner kaufen. Denke mal, ich warte so lange, bis der in Star Trek, ich weiß nicht, für 10er da ist. Aber dann gibt es wahrscheinlich schon einen geileren. Aber es kommt immer drauf an. Es gibt auch Skins, so neue, die mir überhaupt nicht gefallen. Die interessieren mich dann gar nicht. Ist gut für die Börse. Also ich muss tatsächlich echt nicht immer die neuesten haben, sondern ich kaufe echt auch nur die mir auch gefallen. Aber da gibt es auch echt welche, die ich so... Blah. Aber es wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, bis das Ding dann auf den 10er zu haben ist. Wahrscheinlich, Hardy. Muss ich meine Geduld üben. Bis zur nächsten Edition halt. 50 Euro, ey, boah, das ist das teuer. Ja. Sagt er, während er auf Buy geklickt hat. Das wissen wir. Oh yeah. Aber ganz ehrlich, wäre so eine Sache, würde ich Halli zutrauen. Eiskalt. Nee. Doch. Warte mal, minimale Gebrauchsspende. So 8,21 Euro würde ich dafür tatsächlich bezahlen, ja. Sag mal die Frage, inwiefern ich die Waffen nutze. Also AOG nutze ich viel. Schallgedämpfte M4 nutze ich eigentlich auch oft. Deswegen dann noch ein geiler Aufkleber drauf. Nee, jetzt nicht dazu hinreißen lassen. Wenn es dich dann glücklich macht. Gib's halt mal 8 Euro aus, do it. Das werde ich wahrscheinlich nachher sowieso tun. Bevor wir nachher anfangen, habe ich das Ding auch mit Aufkleber. Es gibt aber keine Pause zwischen den Aufnahmen. Ja, zum Kaufen reicht es auf jeden Fall.
Ja, da ist das System mittlerweile von Valve so krass optimiert, du musst nur noch auf Buy drücken. Ja, richtig. Oh, sie haben kein Geld, weil wir im Steam-Guthaben. Ah, ist klar, mal eben kurz hinzufügen, aber gerne doch Steam. Dankeschön. Ja, hinzufügen, wir fragen die ja nicht mehr richtig, sondern so einfach so nach dem Motto, sie haben auch eine Kreditkarte hinterlegt, belasten wir diese dann einfach, ja, ohne zu fragen. Mittlerweile ja, speichern die ja PayPal-Informationen, ne? Ich muss mittlerweile nicht mehr jedes Mal ein PayPal-Passwort eingeben. Das finde ich voll krass. Das war ja, machen die mit Kreditkarten auch. Ah, okay. Also, du musst auch die Sicherheitsnummer nicht mehr eintippen. Im Ernst? What the fuck, Steve ist voll crazy. Ja, du weißt doch, ja. So einfach es ist, etwas zu kaufen. Ja, das so stimmt. Scheiße. Einfacher kaufst du dir es. Ja, stell dir vor, die Leute haben ihre Kreditkarte dann in der Schublade im Flur und die wollen sich jetzt so einen Skin kaufen und dann denken die sich, boah, ne, kein Bock jetzt aufzustehen und die Sicherheitsnummer nachzuprüfen. Das ja, stimmt. Ist echt so. Ja, das und dann denkst genau du, so dann speichere ich die doch mal, weil nachher kaufen die Leute genau aus diesem Grund diesen Skin nicht. Das sind schon gute Geschäftsleute, die da arbeiten. Oh ja. Nicht umsonst gibt es auch irgendwie 600.000 verschiedene Buying-Möglichkeiten bei denen. Damit man halt jeder, damit halt jeder dann halt irgendwie das so kaufen kann, wie es auf ihn zugeschnitten ist. Damit auch ja die kleinen Kinder irgendwie ihre Paysafe-Cards da einlösen können. Ich weiß doch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Geld ich schon für Skins mittlerweile gelatzt habe. Also ich glaube so 25 Euro sind es bestimmt. Na guck mal, weißt du, wie viel Geld ich schon in Spiele investiert habe, die ich nicht spielen werde? Dann doch lieber in Skin, den man auch sieht. Ja, und das stimmt. Das sehe ich aber genauso. Ich meine, klar, ich meine, die Leute fragen natürlich berechtigterweise, wie kann man so viel Geld für so einen verfickten Skin ausgeben, wenn man da jetzt warum mal berechtigterweise. Wenn man da jetzt mal so drüber, ja, wenn man da jetzt mal so drüber nachdenkt, natürlich ist das ganz schön bescheuert, nur für so eine Waffentarnung irgendwie Geld auszugeben, aber da ja, sag warum? Ich auch. Andere Leute kaufen sich auch für 200 Euro irgendwelche Actionfiguren, die sich ins Regal stellen. Oder ja, Klamotten, stimmt, die anziehen. Du willst halt in-game auch fabulous aussehen. Oder kleine Mage Knight Plastikfigürchen, die eine Heidenknete kosten. Ja. Die kosten echt eine Heidenknete. Das stimmt. Oder kaufen sich die ganzen Magic-Karten, statt die sich einfach auszudrücken. Das stimmt. Eigentlich ist das reine Prioritätssache. Wenn ich da Spaß dran habe, meine 50-Euro-Scheine draußen in Tümpel zu schmeißen, dann ist das auch meine Sache. Ja, wobei, da bin ich für bescheuert. Ja, also, was denn? Solange es mich mit Freude erfüllt. Ja, da kriegst du aber keinen Gegenwert für. Doch, doch, Freude. Freude. Manchen nee, ist das viel wert. Ja, und die landen dann alle in der Klapsmühle. Oder ja, zumindest bei Hartz IV. Manche wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Boah, heute wird wieder ein Scheißtag. Also ich hänge gerade bei dieser Challenge auch ganz extrem. Ich kriege das nicht hin. Ich habe das einmal am Anfang, beim ersten, das ist wieder so typisch, weißt du, beim ersten Mal habe ich das direkt gemacht, ja. Ne, wobei nicht ganz beim ersten Mal. Aber beim ersten Mal, als ich hier den Anfang geschafft habe. Schaffst du das denn mittlerweile hier mit den Nippels, Peter? Nicht so wirklich gut. Du musst auf jeden Fall nicht diagonal gerade drauf zuspringen, sondern du musst so einen Bogen springen. Ja, ja, irgendwie. Das ist schon klar. Den Sprung, den ich meistens verkacke, ist... Und du musst ganz weit nach außen gehen bei dem Ding, sonst springst du auch schon direkt darüber, oder? Vielleicht? Ich glaub, oh, okay. Na, ja, jetzt hat Hadi mich weggeblockt. Oh, das Hadi. Moment, das geht, glaube ich, nur, wenn einer brennt. Ja, ich brannte ja auch. Im Ernst? Ja, ich in der Lava, brannte. Unten. Ach so. Das Schicksal zeichnete mich. Ich brannte lichterloh. Okay, ich gebe auf. Ja, komm ich auch. Ihr seid klein. Wenn Hadi das auch schon aufgegeben. Also ja, du hast das schon das zweite Mal aufgegeben, Bram. Im Ernst? Right? Wo habe ich denn heute das zweite Mal aufgegeben? Ja, vorhin bei dem einen Checkpoint, bei den Glowstone-Dingern, das hast du da auch nicht geschafft. Klar, der hat das geschafft. Geschafft. Der hat echt jetzt geschafft, ja, da wo der Ding oder der kaputt ist. Ja. Du hast aufgegeben und ich nicht. Achso, weil du standst direkt neben mir, weil du hast auf immer in dem Moment geschafft. Der hat mit dir schon zugeguckt. Der hat dir schon beim Springen zugeguckt. Ich dachte, ach, du hättest echt jetzt? Nur... Okay, ja, ist ja voll ab. Wieso brenn ich? Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Hier ist Feuer. Ja. Das war aber vorher nicht da. Okay, jetzt du das. Alles klar. Let's do this. Let's do. Seid ihr sicher, dass man direkt dahin muss? Nee, sicher nicht. Okay, schauen wir schon. Never ever ist das machbar. Ich bin drauf gewartet. Ja, der fünfte ist echt kaputt. Das war wirklich ein Checkpoint. Na, ja, das ist der. Lol. Ach, jetzt hat der Checkpoint bei mir ja, nicht funktioniert. Kein Ding. Warum nicht? So, erster Sprung, kein Ding.
Schleudersprung kein Ding. Also der normale Sprung. Geradeaus. Dritter Sprung kein Ding. Ja, geradeaus. Ich bin irgendwie falsch geflogen. Du musst auch den sechsten Checkpoint benutzen, Hardy, ne? Nicht den fünften. Oh, ja, macht Sinn. Leute, hatte ich ihn weg. Wie es die ganze Zeit in der Minecraft-Welt donnert und regnet und was weiß ich nicht alles. Nein, nicht zurück, nicht zurück, nicht zurück. Ah, drauf? Das geht doch gar nicht, oder? Leck mich. Okay, aber ich hab gefickt worden. Das war ein cooler Schrei. Ja, ich hab mich auch mega erschrocken, weil das, was da vom Unternehmen war, habe ich halt nicht erwartet. Moment, da möchte ich sehen, wie du das hab ich halt hast. Nicht erwartet. Ja. Wusste ich nicht. Wie, ah. Was war denn da jetzt immer ein Stückchen dran? Aua. Ja, halt Doppelsprung. Ja gut, aber... okay. Ich war mir nicht sicher, ob der Platz überhaupt reicht für Doppelsprung. Ja, der Platz reicht immer für einen Doppelsprung. Boah, ich hab eine gute Idee. Fuck. Boah, wenn er jetzt schon mit so einem kack ersten Sprung losgeht, war, dann krieg ich schon wieder eine Krause. Jawohl! Bitches, so läuft das! Ich hab das Spiel beschissen. Ich hab gecuttet. Fick euch alle. Wahrscheinlich durch so ein Lava-Wasserfall durch. Kann man denn hier cutten? Dann. Ja. Ach komm, Alter. Ist ja genial. Oh ja, genau. Hi, Peter. Hi. Wo muss ich hin? Da hinten hin? Oh, leck mich doch. Alter. Alter, wieso fängt das denn hier immer Feuer? Du musst scheiße. Immer Feuer. Ich frage mich jetzt aber auch, wie du gecuttet hast, du geile Nudel. Du hast, bist doch nicht da hinten aufs Feuer gesprungen, oder? Whee! Ach scheiße, jetzt hab ich das nicht gemacht, Peter. Ja, beim ersten Sprung. Ich sehe das gerade nicht, ich bin. Achso, ja, genau. Beim ersten Sprung cutte ich. Ich hab den ersten Sprung nicht geschafft, habe ich gesagt. Lass mich doch mal den ersten Sprung nicht schaffen, wenn ich das mal nicht schaffe, ja? Nee, ist ja okay, ist ja okay. Nee, das geht ja nicht, jetzt hab ich ihn geschafft. Ich glaube, ich will Bram volllaufen lassen. Ich dachte, hier da vorne auf die Ecke zu springen, aber ich glaube, das ist es nicht. Nee, offenbar nicht. Die Ecke zu springen? Na, vergiss es. Eine Ecke zu springen? Ja, wie so- Nee, die meinte ich nicht. Das war schon, wir sind schon vorbei. Da hinten auf der Ecke, auf die brennende Ecke zu springen. Ich weiß nicht, wie ich das erkläre. Du meinst, da. Ja, ja, genau. Aber das geht, glaube ich, nicht. Ich glaube, das geht nicht. Scheiße. Das ist falsch? Achso. Nee, das ist nicht falsch. Aber habe ich halt nicht geschafft. So einfach ist das. Halt. Lol. Ach, leck mich doch. So einfach. Aua. Hab die Hände, ey. Fuck. Ach, Gott. Das hat er auch erst einmal geschafft. Warum? Was hat er vorhin gemacht, ey? Sorry. Ich hab vorhin, keine Ahnung, 20 Mal probiert oder so und irgendwann ging das halt. Der weiß aber offenbar, dass der Sprung schwer ist, dass er hier so eine Backup-Funktion eingebaut hat. Schon freundlich, oh sorry. Echt jetzt? Dahin auf die Stufe? Peter, ich war am Brennen und du auch! Peter muss da auf die Stufe. Ah, super. Oh. Ist nicht so schwer, wie es aussieht. Trust me, I'm an engineer. Es geht doch nicht. Es geht doch nicht. Ja! Bram, ich würde den Sprung so gerade wie möglich machen. Nicht versuchen, über die Ecke zu springen, sondern eher in... What the fuck? Das wolltest du mir jetzt nicht zeigen, du Arschloch!
Ich wollte das jetzt die ganze Zeit machen lassen. Bist du ein Spacko, ey.